sag doch mal, Sie bestimmen heute, wer hier alles gewinnt. So, und das ist jetzt nur für dich, Samu. Terve Tulor, Robin Resch, ey, Pakistan Samun, von Sunrise Avenue, Kansa. Ja. Das war Finnisch. Ja, und ich mit meinen Finnischkenntnissen, ich darf das kurz für dich übersetzen. Das heißt auf Deutsch, jetzt kommt Robin Resch nicht nur mit Samu, sondern auch mit Sunrise Avenue. Well, that's it, right? Let's go! Viel Spaß! Die Zeit bei der Voice war eigentlich unbeschreiblich. So, Kinozeit war der Finalist. Gucken wir ein bisschen, was hat passiert mit dir. Was ist sicher, dass ein oder mehr Coaches drücken? Oder? Auf keinen Fall, nein. Ich habe immer die Augen zugehört. Ja. Ich habe die Leute schreien gehört. Es war nur Magie, Magic in dem Studio, ja. Es gibt so viele powerful Rock'n'Roll Ballads, aber es war nur like, what is happening here? Ganzes Studio, ganzer Raum war voll mit Emotionen und ich habe gedacht, I want that boy in my team, ja. Also ich habe mit Who im Battle gesungen und wir haben Lost Boy gesungen von Ruth B. I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. Das war das geilste Battle in der Staffel bisher. Das ist meine dritte Staffel und dies war eine von den besten Battles. Ja, super cool. Ich glaube weniger ist mehr. Wir sind nicht in the Music Business oder korrekt Singen Business. Wir sind in the Gefühl Business. Und das war 110% Gefühl. And that's FaceTime. Wow. Mein Lieblingsmoment von der ganzen Voice of Germany History. Diese 10 Sekunden. Yes. Was denkst du, was hast du gelernt bei The Voice? Am Anfang war ich schon noch sehr schüchtern, weil da war ich schon eher so zurückhaltend und eher im Hintergrund. Aber die Reise bei The Voice hat mich schon in der Persönlichkeit sicher gestärkt, auf jeden Fall. Gewinnen wir heute? Vielleicht. Schauen wir. Brother, scheißegal. Ja. Es war Spaß. War richtig super. Danke, Lisa, danke. Team Samu. This is the end of the rainbow, and no one can be too soon.
Fighter, der hier zusammen mit dem Finn performt und darum kämpft, The Voice of Germany zu werden. Das nenne ich auf jeden Fall mal einen internationalen Show-Ex. Are you happy? Ich bin super, super, super happy. Ich glaube, Robert ist ganz happy. Seid ihr happy? So, why did you bring your guys? I just saw you in the wardrobe. And I thought this was just for the after-show party. But yeah, mostly for the after-show party. But die Jungs haben die Blind Auditions Outfit gesehen und haben gesagt, hey, wir müssen diese junge Mann zusammenarbeiten zu der very, very end. So. We're here for you. Und hat wie ein echter Finne gesungen? Hat gesungen wie ein echter Finne? Wie ein echter Finne. Ein bisschen besser als alle Finne zusammen. Sie hören sogar besser als der Finne selber. Meine Güte, also, wenn Sie das auch sagen, boah, das war nicht nur ein Finne, das war ein super Finne, dann rufen Sie jetzt für Robin an. Er hat die 01, die hängen Sie einfach an die 013-798-78 dran oder Sie schicken eine SMS mit 01 an 3x4, 3x1. Robin Resch, thank you so much, guys, and see you on the after-show party. Sunrise Avenue!